Okay, auf den Zettel geschaut. Ich glaube, ich hol eine Lady ab, ja, hol mal die Lady ab, jetzt hier bei uns sprechen wird. Wird man hier vorne das ein bisschen hochheben. Ach, du bist herzlich aber ein willkommen. Gentleman, bist du aber auch. Ja, das machen wir immer so bei den Damen, ne? Alte Schule. Hast du für sie noch ein Mikrofon? Habe ich auch, aber ich könnte es mir erst vorstellen. Maria Quintana Schmidt, herzlich willkommen als Rednerin. Und du jetzt bitte dein Mikro. Ja, hallo, schönen guten Abend alle zusammen. Erst einmal möchte ich aber den vielen Frauen und Männern hier vor Ort für das Ganze, was sie seit Wochen hier für uns organisieren, herzlich danken. Hier kommt jeder, ja, gleich. Hier kommt jeder zu Wort, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Zettel in der Hand, jeder wie er meint und kann. Wir können uns die Seele freireden und ganz laut nach Berlin rufen, bis sie uns hören. Und dafür haben die Veranstalter jetzt einen riesen Applaus verdient. Wir müssen alle Kanäle suchen und finden, in denen wir laut sein können, um gehört zu werden. Vorgestern gerade hatten wir im Kreistag eine große Mehrheit, außer eine Partei. Ihr wisst schon. Welche ist das? Die Grünen haben nicht mitgestimmt. Genau. Den Landrat einen Auftrag auf dem Weg nach Berlin erteilt, der dort unsere Forderungen, Vorschläge, Ängste und so weiter überbringen soll. Das Gleiche hatten wir auch vor ein paar Wochen hier im Rathaus mit fast wieder einstimmig, bis auf eine Partei, ihr wisst schon, den Oberbürgermeister beauftragt. Alle Instrumente, andere Instrumente haben wir leider nicht, aber wir können nur zusammen laut sein und Druck aufbauen, damit die Regierung in Berlin uns alle hört und endlich anfängt zu regieren. Regieren und zwar für die Menschen und nicht gegen die Menschen. Die meisten haben sich noch nicht wirklich von der Corona-Krise erholen können. Und nun stehen diese Menschen schon wieder vor einer großen Herausforderung und mit den Riesenängsten. Ich habe neulich gelesen, da schrieb jemand, man sollte nicht die da oben sagen. Wir haben doch demokratische, gewählte Regierung und keine Diktatur. Naja, demokratisch gewählt ja. Nur sehe ich nicht wirklich die demokratischen Früchte ihrer Arbeit. Im Gegenteil, ich habe so langsam das Gefühl, sie denken nicht mal richtig darüber nach, dass sie dabei sind, uns, die da unten, uns Menschen zu ruinieren. Es fehlt an allen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel sozialer Wohnungsbau, kommt nicht voran. Aber in Berlin soll nun mit aller Macht die größte Regierungszentrale der Welt, des Bundeskanzleramts, erweitert werden. Dafür sollen mittlerweile 777 Millionen Euro verpulvert werden. Ja. Und für den versprochenen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr für ganz Deutschland, da ist kein Geld da. Alle sollen Gürtel enger schnallen,
bloß nicht der Kanzler und seine Beamten. Jeden Monat, jede Woche wird uns was versprochen, was niemand wirklich versteht. Und eine richtige Hilfe ist es schon gar nicht. Deckel hier drauf, Deckel da drauf. Einfach kein guter Plan. Und überhaupt, irgendein Deckel, bis der kommt, so sind so einige Menschen in den Brunnen gefallen. Nicht nur das Finanzielle macht die Menschen kaputt, sondern die vielen kaputten Seelen. Und diese sind sehr oft und sehr schwer wieder zu retten. Nun sagt mir mal eine, wo bleibt denn die Demokratie? Wo bleibt das alles, was Sie zur Wahl den Menschen versprochen haben? Diese Regierung ist von den Menschen gewählt worden, die jetzt im Stich gelassen wird. Pfui, sage ich da nur. Ja, und wir hier unten, also wir hier vor Ort, die Menschen mit den Menschen ganz nah, stehen jeden Tag mit Frage- und Antwortspiel. Wir sollen ihnen erklären, wie sie alle über die Rücken kommen. Das machen wir ja gern. Aber dafür müssen wir auch wissen, welche Antworten es geben kann. Einige Vorschläge haben wir ja schon nach Berlin gemacht. Nun, mit dem Umsetzen hapert es natürlich. Ich kenne kaum jemanden, der nicht mit Kopfschmerzen aus Sorge vom Morgen aufwacht. Mit meinen 66 Jahren, Gott sei Dank, habe ich noch nie einen Krieg erlebt. Und eigentlich nach der Wende habe ich gedacht und geglaubt, das bleibt auch so. Doch das ist nun inzwischen nur noch mein Wunschdenken. Die Angst steigt täglich. Der Krieg steht schon auch vor unserer Tür. In Polen werden demnächst Jodtabletten für den Ernstfall verteilt. Also dichter geht der Krieg ja nun wirklich nicht. Es sind viel zu viele Menschen im Krieg geopfert worden. Wie viele denn noch? Und als ich am Montag über den Parteitag den Grünen las, kamen mir die Tränen. Man hat die eigene Basis nicht hören wollen, die da sagten, keine Waffenlieferung an die Ukraine. Ein Herr Clemens Griesewopp sagt, zitiere, es muss Schluss sein mit immer mehr schwere Waffen. Die Diplomatie muss siegen. Wie recht er hatte, die Antwort des Europaabgeordneten Sergej Lagodinsky hat mich zum Verzweifeln gebracht. Zitat: Man könne die Ukraine nicht mit Sonnenblumen verteidigen. Ich würde sagen, Leute, lasst doch die Blumen sprechen. Diese sind gut fürs Herz und auch für den Frieden. Wenn dieser Krieg so weitergeht, woran die Regierung stark arbeitet, indem sie noch mehr schwere Waffen liefern, brauchen wir bald gar keine Deckel. Diese Deckel werden wirklich überflüssig sein. Deswegen
lasst uns immer wieder gemeinsam laut sein. Laut sein, damit die da oben, die uns endlich hören müssen. Und ich bin noch ganz stolz darauf, dass wir vor Jahren in der Bürgerschaft mit der großen Mehrheit unseren Oberbürgermeister als Mitglied im Mayors for Fiete hingeschickt haben. Und dass er diese Sache gut macht, haben wir ja gesehen. Danke. Herzlichen Dank. Und ganz gentleman wieder runter begleitet. Ich bin... Soll ich dir auch helfen? Soll ich dich auch mal begleiten? Das nennt sich Begleitservice. Escort. Oh. Ja.